Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum 2 Minuten und mehr Network Wiki. Mein Name ist Willi Morand und wir sprechen über die aktuellsten Themen, die jetzt kommen. Das aktuellste Thema ist natürlich frohes neues Jahr. Also einen guten Rutsch euch, den ihr hoffentlich schon hinter euch habt, und ein frohes neues Jahr. Was ihr nicht wisst, es wird wahrscheinlich euer letztes Jahr sein. Das letzte Jahr, in dem es Network Marketing gibt. 2012, das Jahr, das alles verändern wird, vielleicht unser aller letztes Jahr. Wahrscheinlich werden Außerirdische die Erde besuchen, um uns darauf vorzubereiten, dass wir nicht allein im Weltall sind. Eventuell wird dann laut dem Maya-Kalender 2012 eine große Flut die Erde vernichten. Ein Komet zieht vorbei, der unseren Planeten aus seinem Gleichgewicht bringt. Und eigentlich bedeutet das ja dann auch, 2012 ist das letzte Jahr für Network Marketing. Also bedeutet das doch ganz im Klartext, dass das das letzte Jahr ist oder vielleicht euer erstes Jahr, wo ihr richtig was bewegen könnt. Also arbeitet 2012 so, als wäre es das letzte Jahr, in dem ihr was bewegen könnt. Und das ist auch die Botschaft. Das heißt, wenn es das letzte Jahr ist, in dem ihr was machen könnt, dann arbeitet auch genauso. Lasst euch die Chance nicht entgehen, damit ihr mit Network Marketing vielleicht ein paar der kleinen oder der größten oder der großen Träume und Wünsche erfüllen könnt, damit ihr euch ein schönes letztes Jahr machen könnt. Und dann ist es wahrscheinlich aus die Maus mit uns und dann sind wir hier von diesem Planeten weggefegt und ein paar Primaten werden wahrscheinlich überleben. In ein paar Millionen Jahren steht hier ein anderer vor der Kamera, der genau das Gleiche sagen wird. Vielleicht ist das ja auch alles schon geschehen. Aber lassen wir mal die graue Theorie und wie wird es wahrscheinlich sein? Nichts wird passieren wie immer, das ist es. Aber genau das, dass nichts passieren wird und es ist ein 2013, obwohl es wieder 13 so ein Jahr ist, in dem viele Numerologen oder wie diese heißen, die so aus Zahlen heraus sind, sagen, ja, 13 ist jetzt nicht so super, aber es gibt ja auch Kulturen, in denen die 13 super gut ist. Halt. Aber konzentrieren wir uns auf 12. Lass es nicht einfach an dir vorbeigehen. Starte 2012 richtig gut durch. Bedeutet, die Leute setzen neue Vorsätze. Die planen das erste Mal, haben Ziele. Und ich kann dir genau sagen, wie lange die Ziele halten werden. 2 Wochen maximal. Und in diesen 2 Wochen, das bedeutet, von jetzt an 14 Tage hast du Zeit, deine Organisation, deine potenziellen Partner zu finden, die von selber offen sind. Egal, ob es für Produkte sind oder für die Geschäftsgelegenheit, sie wollen was verändern. Und da bist du gefragt. Die meisten Networker aber in der Zeit bewegen sich nicht. Und das ist ein großer Fehler. Ihr könnt in den ersten 2 Wochen und in den ersten 2 Monaten bis zum Februar sehr, sehr viel zu bewegen. Gerade bei euch im Geschäft. Also müsst ihr hingehen und müsst diese Zeit aktiv nutzen, weil darin baut ihr euer Geschäft zum Jahresende hin auf. Das heißt, jetzt beginnt es. Ihr müsst jetzt die Kontakte machen. Glaubt nicht, dass in 2012 alles besser wird als in 2011. Wenn ihr 2011 schon nichts gemacht habt und das im gleichen Stil in 2012 durchzieht, dann wird da auch nichts passieren. Das Jahr muss mit Aktivität, mit Planung, es muss wirklich angegangen sein. Nutze das Jahr. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für euch. Und wenn ihr dieses macht, kann ich euch versprechen, dann wird 2012 euer Jahr sein. Aber wenn ihr euch total deppert anstellt, kann es wirklich sein, dass 2012 euer letztes Jahr gewesen ist, weil ihr euch, sage ich mal, absolut verkalkuliert habt. Weil auch im Network Marketing wird einem nichts geschenkt am Anfang. Man muss arbeiten, damit man am Ende automatisch etwas dafür bekommt. Und ich wünsche euch, wie gesagt, ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen hier im Jahre 2012 und dass wir noch viele Quickies zusammen machen. Und wir werden sehen. Denkt daran, sprecht jeden Tag mit 10 Leuten. Das hat wirklich, sage ich mal, für euch einen Überlebenscharakter als Networker. Vergesst eure Sprache nicht. Nur vom Computer hocken bringt es auch nicht. Man muss auch mit Leuten sprechen. Also werft Skype an, werft Facebook an, geht raus, macht Meetings, tut den wichtigsten Schritt im Network Marketing, der immer vermieden wird. Macht den ersten Kontakt und sprecht Leute an. Und dann werdet ihr sehen, läuft fast alles von alleine. Wir sehen uns wieder. Wünsche euch ein schönes Jahr und es werden noch viele spannende Dinge passieren. Bye, bye.